Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ja, okay, so neu ist es natürlich nicht, denn ich habe schon in der Vergangenheit ein paar TCG-Openings gemacht. Aber ich habe mir so gedacht, ich will das jetzt ein bisschen öfter bringen, und deswegen habe ich mir beschlossen, dass ich jetzt jeden zum letzten Sonntag im Monat ein TCG hochladen werde. Und da es alleine nicht so viel Spaß macht, könnte man denken, ich habe den Killerzocker dabei. Das war nämlich mein ursprünglicher Plan. Nur der ist gerade leider im Urlaub, weswegen ich mir einen anderen Partner gesucht habe. Peace, guys. Ja, der Setti ist diesmal dabei und er war schon so gehypt darauf. Und da haben wir gesagt, komm, machen wir das einfach so. Wie ihr seht, das sind unsere Booster, die wir zum Öffnen haben. Aber nicht alle, es gibt gleich noch etwas Geileres. Genauso geil. Es gibt eine kleine Überraschung. Wir haben auch ein kleines System durchgucken. Genau. So kleine Wette so. Wenn du möchtest, kannst du das gerne mal erzählen. Mach du, ich das kann das machen, vergessen. Du hast es schon vergessen? Okay. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir für jede Pokémon-Karte, quasi oder jede Pokémon-Kartenart, Punkte bekommen. Und zwar Prisma-Karte gibt einen Punkt, dann die GX Regular Art bringt 2 Punkte. Die GX Full Arts bringen 3 Punkte und die Rainbows bringen 5 Punkte, genau, weil die ja noch was Besonderes sind. Richtig. So, und das habe ich mir natürlich einfach mal so geholt, einfach mal so just for fun, unter anderem auch wegen... Warum passt das überhaupt ganz drauf? Ich weiß nicht, aber die meisten werden das schon so ungefähr sehen, ist egal. So eine richtig schöne, geile Matte von Kräfte im Einklang mit einer kleinen... Wettkampf-Tabelle. Cool. Auch habe ich auch gar nicht gewusst. Mit Mewtwo und Zeraora drauf. Nicht schlecht. Finde ich cool. Auf jeden Fall. Kriegst dann, du schon die Booster raus? Dann kann ich sie. Ja, kann, dann kannst. Dann hat man hier noch ein Sammelalbum quasi, wo man sehen kann, was für Karten man hier ziehen kann, wovon wir das eigentlich schon teilweise wissen. Das Sammelalbum. Echt, ja. Das Sammelalbum brauche ich eigentlich gar nicht, ich habe es eigentlich nur gekauft wegen dieser Matte. Wir legen das eine Pack, das 11. Pack zurück, für den, der am wenigsten Punkte hat, um noch eine Chance zu bekommen. Genau, perfekt. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5. Spielen wir Shing Shang Shang, wie anfängt? Können wir machen, also dann. Shing Shang Shang. Okay, Shing Shang Shang. Ach, David! Okay, geil. Okay, du darfst anfangen. So, ich fange mit Kräfte in Einklang an. Ja, das ist alles Kräfte in Einklang. Ja, ich weiß, das soll ich eigentlich sagen. Mit ich wollte gerade sagen. Oh, das öffnet sich scheiße. Nein, es öffnet sich perfekt. Es öffnet sich perfekt. Oh, sehr schön. Halt das so zusammen, dass man nichts sieht, Alter. Denkt an den Code, dass der zur Seite geht. Jo. Dass man den nicht sehen kann. 1, 2, 3, 4. 4 Karten, genau. Der Kartentrick. Okay, ich frage mal den Regisseur, sieht man alles? Okay. Perfekt. So, eine Energie, Bestienbringer, ein Kraftwerk, Steuerrack, okay. Ich spiele hier überhaupt nichts. Mabula, Nebulak, Skorgler, ja. Parifi, Dodu, Finsterstein, Reverse? Ja, das ist Reverse. Und Tangolos. Ah, Tangolos, keine. Nichts, ein bisschen. Keine Holo, gar nichts. Wollen wir vielleicht machen, dass Holo einen halben Punkt bringt? Ja, meinetwegen. Okay, gut, weil ich habe die Holo nämlich gerade komplett vergessen. Obwohl Holo halber Punkt, nee, das wird dann nur immer so 3,5 und so, lass ja, Holo stimmt. Raus. Dann lassen wir Holo raus. Ist. Ah, Finsterstein sieht eigentlich ganz geil aus, so Reverse. So, 1, 2, 3, 4. Okay. So, ich hoffe, man sieht's. Perfekt, also eine Psychoenergie, Metallkernbarriere, Feuerkristall, alles klar. Was haben wir mit den Trainerkarten ja, hier? Ja, ganz ehrlich, das sind so viele. Rückentwicklungsspray, das hätte ich mir als Item in den richtigen Spielen gewünscht, ja, teilweise. Aber richtig, wenn du Wapsel, nicht zufrieden bist oder mit Galagladi und so, genau. Bist du lieber ein Gardevoir so ein Scheiß. Genau, Rihorn, Fucano. Oder halt die Steinentwicklung bei Aquana und so, bei Evo die richtig, zum ja, genau. Denkst du, Aquana gefällt mir nicht, wie ich lieber ein Flamara. Riolu. Mauzi in der Reverse-Form, okay, was haben wir dahinter? Ja, ein Pixie. Belastend. Alter, ey, was soll denn das? So, nächstes Pack. Bisher noch nichts, geht ja mal gar nicht, ja, ne? Bisher hat naja, die richtig geilen Openings, die kommen ja. Noch, die kommen noch. Zack. Glaubt mir, ich habe so 1, viele Sachen 2, im Voraus 3, gekauft. 4. Das glaubt ihr gar nicht. So, Regisseur, ja. Psychoenergie, naja, Bestien bringen ja schon wieder, Kraftwerk. Schon wieder, ne? Steuerer. Ist das eine Kopie oder was? Das war vorhin bei dir auch Skorga, so, ne? Traumfugil. Oh, neue Karte. Kamian, Fucano, Nebulak, Blutzug,
und Tangolos. Alter, was hast du mit Tangolos? Was ist das für ein Dreck? Was hast du mit Tangolos? Weiß nicht, schon wieder ein Tangolos, Alter. Ich hab schon doof auf Tangolos. Ja, nicht nur du. Okay. Komm schon, Alter, jetzt, bitte. Jetzt muss mal was kommen, bitte. Ey. Jetzt muss mal was kommen. So, okay, ich habe eine Pflanzenenergie, okay. Staubinsel, alles klar. Golbat. Mhm. Beim Öffnen hast du auch nichts Wertvolles gesehen, ne? Mhm. Ja. Rihorn. Oh, Meltan, okay. Hm. Mhm. Okay, Habitat, Schlurp. Komm. Flamiau. Bitte. Lucario, Lucario Reverse. Come on. Yes! Dedenne GX. Perfekt. Ist zwar nicht unbedingt so eine gute Karte, aber immerhin ist es eine GX-Karte, genau. Sehe ich in dem Moment. Das bedeutet regular 2 Punkte für mich. Richtig. Perfekt. So, ich bin wieder dran. Vielleicht mal hier notieren. So. Sehr schön, ey. Alter. Geht doch mal. Der Code. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Okay, Feuerenergie. Okay. Bestienbringer, Kraftwerk. Alter, was soll das? Proxy. Die ersten drei Karten sind immer dieselben. Myrapla, Shigi, Tentacha, Pipi Reverse und Arcani Holo. Immerhin kein Tangolos. Ja, aber die ersten drei Karten wieder, die gleichen. Bestienbringer, Kraftwerk und Stolrak. Bitte, gib mir mal irgendwas Geiles. Ja. Wäre schon, wäre das einzige, also den Energy X schön und gut, aber das ist schon eine magere Ausbeute, muss ich sagen. Ja, leider. Das ist schon echt eine magere Ausbeute. 1, 2, 3, 4. Komm, irgendwas bitte. So, dann wollen wir mal eine Unlichtenergie. Du kriegst immer eine ganz andere Sache. Grüns Erkundung, du hast mir die so gegeben, ne? Ja. Chillok, Duflor, Dodo. Komm, wieder noch eine GS, komm. Oder irgendwas Geileres. Tag Team zum Beispiel. Ja, Schlurp. Ich gönn's. Komm. Pikachu, ist das eine Secret Reverse? Keine Ahnung. Das ist gar nicht. Und? Das bitte. Sieht cool aus. Smogmog. Aber die Pikachu-Karte sieht geil aus mit den Blitzen. Ich finde die gut. Die sieht schon cool aus, muss ich sagen. Für eine Reverse-Karte, sag ich jetzt mal so. 1, 2, 3, 4. Feuerenergie, Janina, Radikal. Immerhin was anderes. Greif auf Beschleunigungsenergie, Dragosso, Riolu, Porygon, Iskalar, Staubi, Froxy und Smogmog. Ey, das ist echt nicht wahr. Ich habe nur noch 2 Stück, ey. Du hast nur eine. Und das einzige, was wir bisher gezogen haben, war so eine GX-Karte. Deine GX. Komm jetzt wieder, was bei dir. Ich habe Hoffnung verloren. Jetzt geht das schon wieder los, ne? So, jetzt kam. Oh ne, so, eine Elektroenergie. Plaudergei. Okay, elektromagnetisches Radar, alles klar. Amphizel. Oh, na, ich glaube, ich sehe da was. Okay. Pikachu, Mabula. Was geil ist, bitte. Nebulax, Gorgler, Buffy. Komm, ich habe eine Silberne gesehen. Und? Was? ETF? Was soll jetzt? Was hast du denn da gesehen, Alter? Was hast du denn da gesehen? Das ist, Alter. Ja, genau. Wäre ich um einiges schlauer. 1, 2, 3, 4. Die Karte nehme ich gleich mal mit rüber. Perfekt. So, jetzt komm, ey. Wenigstens Ausgleich machen, ne? Pflanzenenergie, Plaudergei, elektromagnetischer Radar, hallo? Amphizel, Kopie von mir gerade schon in die ersten drei Karten? Ganuvil, Molung, Smogon, Dicta, Skorgo, Molot. Ey. Das ist echt nicht wahr, ja, oder? Du, komm, Hoffnung bei dir. Hoffnung bei mir. Ja. Hoffnung bei mir, ja. Schön wär's. Naja, aber was soll es kommen? Zack. So, also dann eine Kampfenergie. Ja, wir sind hier richtig auf Krawall aus, ey. Schon wieder Grüns Erkundung. Schon wieder Chillok und schon wieder Duflor, ey. Komm, das ist aber jetzt mal was. So, Kramox, Mirapla. Traumfugil, Molung, Charmian, Demeteros Reverse. Jetzt aber, komm, ich rieche es. Und Holo. Das bringt aber keinen Sinn. Große Herausforderung, Holo. Naja, was soll's. Immerhin etwas. Aber Alter, Demeteros sieht geil aus, ey. Demeteros sieht geil aus. So, es gibt jetzt noch eine kleine... Moment, du hast das extra Backpack vergessen. Oh ja, ich bin ja noch. Genau. Ich hab das voll vergessen, ich bin...
Ich bin zur Seite. Du hast ja noch diese extra Chance, jetzt noch was aufzuholen oder vorbeizuziehen, ne? 1, 2, 3, 4. Metallenergie, Grünzerkundung, Schillock, Duflor, Togepi, Pikachu, Grammurk, Srihorn, Meltan, Flagmon und Dankeschön. Ey, Bill, lass doch. Was ist das für eine Ausbeute? Eine Dedenne GX aus 11 Boostern. Also das war ja mehr als Betrug, ey. Aber wirklich. Geld zurückgefordert. Genau. Und jetzt kommt Marshadow. Genau, ich habe mir noch eine kleine Box geholt von Marshadow. Einfach so, just for fun, damit wir wenigstens für den Notfall was haben, falls es nichts wird. Ich hoffe echt, jetzt kommt irgendwas, bitte. Ich weiß ja nicht mal, was für Booster hier drin sind. Ich auch nicht. So, danach gibt es ja erstmal wieder Müll aufräumen hier. Jo. Perfekt. Nacht in Flammen sehe ich. Ja, okay. Und noch ein Code. Naja, Code, klar, das weiß ich ja. Das war ja bekannt. Und wir haben hier einmal Sonne und Mond, Stunde der Wächter und zweimal Nacht in Flammen. Ja, dann was willst du haben von Stunde der Wächter oder Sonne und Mond? Ich nehme das normale Sonne und Mond und du bekommst dann auch noch einen Nacht in Flammen. Okay. So, und natürlich gibt es erstmal die Promokarte zu sehen. Die Marshadow GX-Karte, die natürlich für keinen jetzt zählt, ist ja klar. Ja, nein, das will ja mal was. Okay, wieder Shing Chang Chong? Können wir machen. Oder der Verlierer fängt an. Bitteschön. Oder willst du erst Stunde der Wächter aufmachen? Nee, nach den Flammen. Nach den Flammen? Okay, dann fange mit Sonne und Mond an. Ah, jetzt ist die Frage, ist das jetzt hier mit 3 oder mit 4 Karten? Ich werde es ja gleich. 1, 2, 3, 4. Wenn es falsch ist, was erscheint dann? Wenn es keine Energie ist, dann ist es. Na okay, dann ist es richtig. Wasser, Energie, Rollum, Vegeta, ich spiele wieder nicht. Schwächeschutz, Pampuli, Dediba, Hudot, Alola Vulpix, Trassler und Wolverine. Wolverine und. Na. Ach, Nestro. Oh. Mein du. Wer freut die Karte? Was willst du von mir haben? Das war gar nicht. Das ist ja genau, ey. So ein Haut aus der Haut fahren, ey. Und wie, ey. Das war echt nicht wahr, das ist einfach nichts. Komm, du aber. Hoffnungsschimmer. Der Hoffnungsschimmer. Immerhin einer. So, Wasserenergie. Nichts gesehen, nein. Ich mache es extra so, dass ich nichts sehe. Team Skullrüpel, Saftkorn, Scramble. Ich wollte schon Snubber sagen. Ich habe auch so lange kein Pokémon mehr gespielt. Sankabo, Evoli. Die Namen stehen oben. Krabbox. Ja, aber aussprechen, ne? Castella, Alola Dicta, Felipa und... Gib uns und die Kraft! Nein! Ja, dann kommt jetzt Stunde der Wächter. Mal sehen, ob deine Stunde geschlagen hat. Nein, freu dich nicht. 1, 2, 3, 4... Aber wir haben wieder Codes auf jeden Fall. Das ist wichtig. Wasserenergie, Costoso, Laternecto, Pixi, Mora, Romeo, Tentacha, Pipi, Lichte, immer ein Sandern. Wie wär's? Ja. Und dann kommt nur ein Fiaro dabei raus. Die letzte Chance, ne? Nach den Flammen. Welche Chance hast du schon gewonnen? Ja, trotzdem, ne? Das ist letzte Chance. Letzte Chance, noch was zu ziehen, so meine ich das. Komm, bitte, bitte. Das kann nicht sein, was Geiles. Dass wir aus dieser Tin nichts gezogen haben, ey. Das kann doch irgendwo nicht sein, ey. Die alten Booster waren die geilsten. Ja. So, Stahlenergie, Lola, Duflor, wie viele auch immer Duflor? Fluchtseil, Krabbox, Iskala, Ladybug, Raupi, Sankabu, bitte. Garados Reverse und Psyogon. Ja, das hätte hier schon gegangen. Also, belastend. Ja. Also wirklich, das war überhaupt nichts. Schlecht. Davor gab es, wir haben immer, früher, da bei den alten Bags, immer irgendwas. Und jetzt, was ist das? Das ist alles, was wir gezogen haben. Und das waren nicht mal wenig nicht Bags. Nicht mal die Machete kann man da teilweise gar nicht mit dazu rechnen, weil das ist die Pro-Karte, die gibt es so hinterhergeschmissen. Ja. Aber dass wir einfach nur einen Dedenne GX gezogen haben, belastend. Das ist einfach nur
Ja, nicht wirklich besonders toll. Naja. Na, wir wünschen aber euch noch viel Spaß. Es war das erste Video. Wie gesagt, das kommt dann am... jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken, wann kommt denn das jetzt raus? Wir nehmen das Ganze natürlich im Voraus auf. Macht Sinn. Deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wann das rauskommt. Das kommt am 28.07. raus. Also in 2 Wochen. Freut ihr schon mal. Oder nein? Nicht. Lieber nicht, ne? Ja. Lieber nicht. Trotzdem wünschen wir euch noch einen schönen Tag und ja. Wir hoffen, euch hat das trotzdem hier gefallen. Ein paar neue Arcani war immerhin ganz schön und ja. Die Pikachu Reverse. Ich hätte mir einen tolleren Anfang für die Challenge gewünscht, aber ja. Kann man nichts machen. Das ist halt Pokémon TCG, ne? Reines Glück. Naja. Aber naja. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch und wir sehen uns dann in einem Monat quasi. Tüdelü. Und wieder zurück, denn... Wir geben uns nicht geschlagen. Das, was da gerade eben passiert ist, das war nicht normal. Das war einfach belastend und enttäuschend. Die eine Rare-Karte, die ich da gezogen habe, die 2 Punkte, ey, das war nichts. Deswegen... Falls man es nicht sieht, wir machen jetzt Tutok GX nochmal auf, so ein kleiner Bonus. Genau, wir machen das jetzt als Bonus auf, weil... Wäre natürlich nicht gekommen, wenn das andere nicht so enttäuschend gewesen wäre, ne? Genau, genau. Aber irgendwas... Müssen wir ja. Weil Dedenne, also bitte. Dedenne, noch so eine Low-Mob-Karte. Nee, genau. Um ehrlich zu sein. Das gegen dich, Dedenne. Gut, ich finde dich auch so oder so schwach, aber. Ist das aus XY, Dedenne? Ja. Okay. Naja. Oder? Ja, doch. XY. Ich hab's gerade mit dieser fetten Stachelmaus verwechselt. So. Wie ist sie eigentlich nochmal? Aus Sonne und Mond, diese fette Stachelmaus. Und diesen Fettsack. Das ist doch Dedenne. Nein. Ach, Togemaru. Ja, genau, Togemaru. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Das ist doch Dedenne. Stachelmaus, das ist Dedenne. Ja, also... Ja, geiles Opening auf jeden Fall. Wir hätten am Anfang gesagt, wir schreiben auf jeden Fall rein, spult bitte zur Minute 1. Warte, ich sag gleich, wenn fertig. Ja, ich bin schon soweit. Ja, gut. Ich bin schon soweit. Hier ist das ganze Zeug. Ja. Erstmal hier aufmachen. Hier haben wir einmal eine schöne Totok-Münze. Sieht echt gut aus. Auf jeden Fall richtig cool. Definitiv. Passt zu Glurak. Dann ist hier noch ein kleiner Anhefter von Turtok. Ein kleiner Pin. Kommt gleich in meine Pin-Sammlung. Rich, der Junge. So viele Pins. Ich bin momentan voll auf Pin-Sammeln aus, ey. Aber richtig. So, dann haben wir hier noch ein paar schöne Holo-Karten. Natürlich von der ganzen Entwicklungsreihe von Turtok, am Ende natürlich die Full Art. Und der Boss. Nochmal als XXL-Karte. Richtig. Die kann man eigentlich sogar gleich mal hier hinten hinstellen. Und ne? Dazu gab es noch 6 Booster und hey, cool, noch ein Code. Ja, perfekt. Von den Code kannst du erstmal Stunde der Wächter im Einklang, Sturm am Firmament, Sonne, Mond normal, Echo des Donners und Kräfte im Einklang. Okay. So, warte, ich mische und... Ja, okay, das bringt eigentlich gar nichts. Das bringt eh nichts, ne? Ja, warte. Die 3 sind für dich. Warte mal, okay, danke. Alles und klar. Die 3 sind für mich. Scheiße, was Echo des Donners. Ja, ich habe genau die bekommen, die ich eigentlich hätte haben wollen. Egal, du fängst an. Ich fange an, alles klar, dann fange ich mal mit dem lamesten an. Wir haben davor schon gebetet, dass irgendwas Gutes kommt. Ja. Bitte, ich will schreien. Ich will schreien. Ich will, dass mir meine Stimme wegfliegt. Ich will morgen heißer sein, Alter. Ja, genau. Bitte. Ich pack mal den Code hier drüben hin. Ja. In meinen Stuff für online. Jo. Was da natürlich auch noch kommen wird. Ja, natürlich. Definitiv. Also, wir machen das jetzt eigentlich. Aber das machen wir nicht als Livestream so wie letztes Mal, sondern als normales Video, aber ein bisschen professioneller aufgenommen natürlich. Genau. So, Stallenergie. Aranestro. Bitte. Der EP-Teiler. Pandia, Blutzug wollte ich schon sagen. Nein, Traumato, Wommel, Makuhita,
Snowball, der Giftstich in der Reverse-Form und... Yes! Ich rief was. Come on! Jawoll! Tauros GX! Ey, einfach gleich mal die erste Booster gezogen und gleich mal die erste Karte. Die Punkte von vorhin bleiben natürlich. Jo. Das heißt, dass ich jetzt schon 4 Punkte habe. Und ich bin dran mit Stunde der Wächter. Es tut mir leid, wenn ich mich so ein bisschen verschnupft anhöre, aber ich habe gerade eine Grippe hinter mir und... 1, 2, 3, ja, der Husten will einfach nicht weg. So. Psychoenergie. Zaubertrank. Pixie. Laternecto. Velursi. Ich abhauen hier. Paragoni. Iguana. Tanhell. Tentacha. Alola Sandama und natürlich Choriochel. Choriochel. Hashtag Choriochel, ey. Oh Mann, okay. Echo des Donners. Ich habe kein Lugia hier draus gezogen, ey. Komm, jetzt aber. Auf Anhieb. Ich habe hier kein... Vielleicht, ich muss mir wahrscheinlich noch irgendwie anderweitig die Karten nochmal holen. Ich will diese Lugia-Karte haben, ey. Ich habe mir letztes Mal 100 Booster geholt und ich habe sie nicht gezogen, ey. Das grenzt ja schon an Betrug, ey. Ja, so leicht. Hashtag Copyright Nintendo. Sag ich dazu nur. Komm, wieder was. So, ey, wenn ich jetzt wieder was ziehe, ey. Matsuika, Alola Dictri, Pinsir, Knirrfisch, Dedenne, lässt grüßen, ja. Feurigel, Wumpel, Robball. Komm. Okay, Tangela Reverse und Victini. Ah. Jetzt bin ich wieder dran mit Sturm am Firmament. Ja. Also wieder kein Lugia für mich. Aber das, was ich gesagt habe, eine GX wenigstens, das ist schon mal wahr geworden. Richtig. Immerhin etwas. Psychoenergie, Xenia, Kürtel, Choriogel, Banfi, Fritzeblitz, Flemmi, Onyx, Schniebel, Methene und, ja, nichts. Ja. Deoxys. Hier nochmal. In der Initiativeform. Also jetzt habe ich einen Kräfte im Einklang und der Kollege hat auch noch eins. Oh ja, stimmt, lol. Vielleicht ziehen wir da was raus. Ja. Tech-Team-Karte? Yeah. Ich hoffe es. Irgendwann. Ja, irgendwann. Okay. Aber bitte nicht nur eine. Das ist wieder so ein Betrug. Ja. Gut, ist ja auch hier viel weniger, aber trotzdem. Ja, also Kampfenergie. Rabauz, ja, wir machen ja auch richtig Rabauz mittlerweile, ey. Janina, Pokécom 3.0, Puffy, Schlurp, Blutzuck, Habitak, Pomelo, Traumato. Nein! Na, nur eine Holo. Hyurem Holo. Aber warte, bist du fertig? Ja, gut. Ja, ich hab nichts mehr. Ja, mit einer Rainbow kannst du immer noch in Führung gehen. Tschüss, was er erwartet. Ja. Aber ich rieche noch nicht mal irgendwas. Ich sag's nur, ne? Blitzenergie. Mitsunda. Quapuzzi. Ja. Gut, ich bin ruhig. Duflor. Krabi. Riolu. Psyau. Porygon. Flampion. Mirabla. Ach, mein Gott. X-Bartolo. Boah. Alter. Wieder enttäuscht. Was ist das denn? Was ist denn los? Also wirklich, wieder so eine enttäuschende Ausbeute. Oh. Ja. Ja. Sorry. Ne? Also. Ja, hat auch nicht viel gebracht, ey. Ja, Alter, noch, das ist doch noch, richtig... noch ein Taurus, oh. Ja, wow. Ja. Sorry. Ich meine, ist das Video jetzt etwas länger. Ja, wenigstens ist das Video jetzt ein bisschen interessanter geworden, aber... Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Immerhin. Das ist einfach nur traurig, ey. Ja. Das ist einfach nur traurig. Jetzt kommt schon die zweite Verabschiedung, ne? Also, ja, wir wünschen euch nochmal einen schönen Tag und lasst ein Like da, falls für Mitleid so. Mitleid, Daumen, ey. Und ciao.